Hallo, herzlich willkommen, Flori. Wir lieben Pasta und ich zeige euch heute ein Rezept, das haben sich schon viele gewünscht aus meiner Instagram-Story. Ich mache eine leckere Sommerpasta mit viel Gemüse, Linsen als Proteinquelle. Die ist super lecker und einfach gemacht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dazu müsst ihr eine halbe Zwiebel klein schneiden. In meiner Pfanne erwärme ich etwas Olivenöl und dünste darin die Zwiebel an. Und dazu gebe ich dann auch gleich geschnittene Zucchini, geschnittene Tomaten. Dazu gebe ich eine Dose gehackte Tomaten. Die Dose anschließend noch mit Wasser ausschwenken. Dazu kommen auch Linsen. Die Linsen spüle ich vorab mit kaltem Wasser ab. So lasse ich das Ganze köcheln, bis die Soße eingickt. Würze es mit Salz, Paprikapulver, Kräutern, etwas Kümmel sowie eine kleine Dose Kokosmilch sowie Pfeffer. Kurz vor dem Servieren gebe ich noch frischen Spinat dazu. Der zerfällt einfach durch die Hitze. Die Soße könnt ihr auf den Nudeln servieren. Während die Soße köchelt, bereite ich parallel meine Spaghetti zu. Die Spaghetti al dente kochen und ihr könnt sie anschließend mit der Soße servieren, die Soße darauf geben oder die Spaghetti unter die Soße mischen. Beides ist super lecker, das Rezept müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Das Rezept für die Sommerpasta zum Nachlesen mit allen Mengenangaben findet ihr auf meinem Blog www.mrsflori.com. Wenn ihr die Pasta einmal ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Flori auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe und teile die regelmäßig in meiner Instagram-Story. Liebt ihr gesunde Pasta-Rezepte wie dieses? Dann besucht mich unbedingt auch auf Pinterest. In meiner Pinwand Pizza, Pasta und Polenta findet ihr noch viele weitere einfache und gesunde Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.